Ja, vielen Dank für die Einladung hierher nach Berlin. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. War schon sehr neugierig auch auf diese Gruppe, wesentlich auch deshalb, weil ich vor einigen Jahren das Buch Pädagogische Übung aus Ihrer Feder lesen durfte, das mich sehr beeindruckt hat durch die kompilatorische Kraft hinter diesem Buch. Ich habe da auch einiges gelernt, waren für mich auch neue Bezüge drin. Herr Brinkmann war so freundlich, mir das Thema praktisch völlig freizustellen. Also ich muss nicht mal über forschendes Lernen so direkt sprechen und sage gleich mal zu meiner Entschuldigung, wie ich gebrieft worden bin. Also die Bitte war, ich solle zur Könnerschaft und zur Differenz von Theorie und Praxis in der Lehrerbildung was sagen. Und das möchte ich gerne tun. Konkret möchte ich ein paar skeptische Anmerkungen machen zur zeitgenössischen Beforschung von Lehrerwissen und Lehrerkönnen, zur Lehrerkompetenzforschung, wenn Sie so wollen. Und ich möchte einsteigen über ein Beispiel, das unprätentiös daherkommt. Aber wenn man es in einer ganz bestimmten Weise bespricht, kann man an dem Beispiel schon eine ganze Menge zeigen. Und so möchte ich Ihnen sozusagen in den ersten 5 Minuten anhand dieses Beispiels in der Nussschale mein gesamtes Argument vorstellen. Dann kommen nochmal 55 Minuten, wo ich das versuche ein bisschen auszudeuten. Das Beispiel stammt von Michael Polanyi. Polanyi fragt, wie halten Fahrradfahrer am Rad das Gleichgewicht? Und er schreibt, Physiker würden sagen, Radfahrer halten das Gleichgewicht, indem sie jeden auftretenden Neigungswinkel kompensieren durch eine Lenkbewegung in die Richtung des Ungleichgewichts, wobei der Radius der mit dieser Lenkbewegung beschriebenen Kurve dem Quadrat der aktuell gefahrenen Geschwindigkeit dividiert durch den Neigungswinkel entspricht. An der Geschichte ist mehreres interessant. Das erste, wir würden nicht erwarten, dass Radfahrer diese Regel hersagen können, obwohl sie sie performativ beim Radfahren natürlich einhalten. Wir würden sagen, ihr Wissen um diese Regel steckt quasi implizit in der Art und Weise, in der sie das Fahrrad beherrschen. Der zweite interessante Punkt ist, wir kämen kaum auf die Idee, eine Didaktik des Radfahrens rund um diese Regel entwickeln zu wollen. Es wäre eine mäßig gute Idee, diese Regel im Hörsaal dem angehenden Radfahrer zu vermitteln, in der Hoffnung, dass er diese dann prozeduralisiert und Radfahren kann. Das Dritte, was man an dem Beispiel gut einsehen kann, ist, wenn wir eine Didaktik des Radfahrens entwickeln möchten, müssen wir uns interessieren für die Perspektive des Radfahrers, für die Perspektive der ersten Person, nicht für die abständige Perspektive des Physikers, der von außen den Radfahrer analysiert. Also wir müssen etwas in Erfahrung bringen darüber, wie es sich eigentlich anfühlt, Rad zu fahren und wie es sich anfühlt, Fahrradfahren zu lernen. Wir müssen uns zum Beispiel interessieren für die Selbstregulationsvorgänge des angehenden Radfahrers. Wir müssten uns interessieren für die Frage, worauf achtet er für die Aufmerksamkeitsregulation des Radfahrers? Worauf achtet er nicht? Was lässt er kommen? Und was verändert sich an der Art und Weise, in der er auf die Dinge aufmerkt, im Prozess des Kompetenterwerdens? Von all dem erzählt uns der Physiker nichts, wenn er Radfahren von außen beobachtet. Und ein vierter Punkt ist noch wichtig an dem Beispiel. Diese physikalische Regel wird didaktisch nicht völlig obsolet. Sie taugt zwar nicht zur Instruktion von Radfahrern, aber sie taugt als Format der Lehrzielbeschreibung. Es macht durchaus Sinn zu sagen, am Ende des Lernprozesses soll der Radfahrer sich so verhalten, als ob er diese Regel kennen würde. Der Punkt ist also, wir müssen gut unterscheiden zwischen der Außenperspektive auf Können und der Binnenperspektive des Könners selbst.
entsprechend müssen wir auch unterscheiden zwischen beschreibenden Regeln, die können von außen beschreiben, und generativen Regeln, über die ein Könner sich selbst mit Aussicht auf Erfolg instruieren kann. Ich versuche den Punkt nochmal deutlicher zu machen anhand zweier Grafiken, die ich einem Buch von Francisco Varela entnommen habe. Sie sehen hier einen Vogel auf einem Ast sitzend, der späht auf seine potenzielle Beute, ein Fisch, knapp unterhalb der Wasseroberfläche. Und dieser Vogel muss, wenn er die Beute erwischen will, berücksichtigen, dass Lichtstrahlen beim Eintritt in das Wasser gebrochen werden. Er muss das Brechungsgesetz berücksichtigen. Wir sehen hier einen Beobachter, der dieses Können des Vogels beobachtet. Und dieser Beobachter kann nun das, was der Vogel tut, wenn er die Flugbahn immer wieder neu richtig wählt, rekonstruieren als Berücksichtigen des Brechungsgesetzes. Er kann auch über dieses Brechungsgesetz die Flugbahn des Vogels beim nächsten Mal vorhersagen. Insofern ist dieses Brechungsgesetz sozusagen explanatorisch leistungsfähig und es rekonstruiert in gewisser Weise auch das Können des Vogels. Wir beachten aber, dass dieser Beobachter nichts aussagt über quasi mentale Zustände oder Prozesse im Vogel. Im Vogel werden wahrscheinlich Neuronen feuern. Und eine solche Perspektive kann man als Systemperspektive bezeichnen. So eine Theorie als eine rekonstruktiv-explanatorische Kompetenztheorie. Eine instrumentalistische Theorie, weil die Theorie Instrument ist zur Verhaltensvorhersage. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt beachten Sie dieses zweite Bild. Der Beobachter verschwindet jetzt. Und das Brechungsgesetz wandert jetzt in den Kopf des Vogels. Wenn man das Brechungsgesetz so interpretiert, dann würden wir sagen, es gibt eine mentale Repräsentation im Vogel. Und diese mentale Repräsentation ist quasi ursächlich für das Flugverhalten, das wir von außen beobachten. Also es ist tatsächlich die innere Erzeugungsgrundlage für dieses kompetente Flugverhalten. Das wäre jetzt eine psychologisch deskriptive Variante quasi des Brechungsgesetzes. Wir würden dem Vogel dieses Brechungsgesetz als unbewusstes Wissen, als prozedurales Wissen, prozeduralisiertes Wissen zuschreiben. So, irgendwas verselbstständigt. Das ist touch-sensitiv. Also Sie können da ein Touchscreen. Ach, okay. Ja. Habe ich getoucht? Ja, anscheinend. Tatsächlich. Das ist das Beobachterwissen. Es hat doch eine höhere Leistungsfähigkeit manchmal als das Akteurswissen. War mir gar nicht bewusst. Und das wäre jetzt nicht mehr ein instrumentalistisches Theorieverständnis, das ist ein realistisches Verständnis, in dem Sinne, dass jetzt beansprucht wird, es würde hier wirklich unbewusste Kognition des Vogels beschrieben. Meine These ist, dass die zeitgenössische Beforschung des Lehrerwissens mehrheitlich durch dieses Bild besser beschrieben ist als durch das erste Bild. Wahrscheinlich haben Sie sich überhaupt schon gefragt, was hat das eigentlich mit Lehrerbildung zu tun? Ersetzen Sie einfach mal den Vogel durch eine angehende Lehrkraft. Oder wenn Sie wollen, auch durch eine kompetente, erfahrene Lehrkraft. Ersetzen Sie diesen Beobachter durch Friedemann Schulz von Thun und ersetzen Sie das Brechungsgesetz durch das Hamburger Verständlichkeitsmodell. Und ersetzen Sie jetzt das kompetente Flugverhalten des Vogels durch die Fähigkeit, anderen etwas in Wort und Schrift verständlich zu erklären. Dann könnten wir sagen, wir haben hier einen begnadeten Vortragsdidaktiker, der wunderbar und verständlich erklären kann. Wir haben hier Friedemann Schulz von Thun und der rekonstruiert jetzt diese tollen verständlichen Erklärungen und macht ein Modell dazu. Das Hamburger Verständlichkeitsmodell. Und sagt also, das, was tolle Vortragsdidaktiker machen, ist im Wesentlichen erstens, sie erklären einfach, zweitens, sie erklären mit mittlerer Redundanz, drittens, sie erklären zusätzlich stimulierend und sie erklären mit einem hohen Grad an Struktur und innerer Ordnung. In dem Moment, ja, jetzt habe ich aber gar nicht getoucht, ich war ja jetzt gar nicht dort. Ne? In dem Moment
wo dieses Wissen von Schulz von Thun und seinem Team in den Kopf des Vortragsdidaktikers wandert, aufgrund einer, wie ich sagen würde, wissenschaftstheoretischen Unvorsichtigkeit. In dem Moment also, wo wir kompetenten Vortragsdidaktikern dieses Wissen als unbewusstes Wissen zuschreiben, liegt dann eine ganz spezifische Lehrerbildungsdidaktik nahe. Die Vorstellung nämlich, dass man kompetentes Erklären dadurch lernt, dass man sich zunächst explizites Wissen über Kriterien der Verständlichkeit aneignet, durch Übung dieses Wissen dann prozeduralisiert. Das kann ein vernünftiger Lernweg sein, es muss aber kein vernünftiger Lernweg sein. Das zeitgenössische Nachdenken über Lehrerwissen und Lehrerkönnen und das Verhältnis zwischen Lehrerwissen und Lehrerkönnen folgt mehrheitlich dem Integrationsparadigma, also dem Paradigma der Integration von Wissen und Können, nicht dem Paradigma der Differenz von Wissen und Können. Die These ist, Lehrerbildung ist dann erfolgreich, wenn es ihr gelingt, Ausbildungswissen und Können möglichst zur Deckung zu bringen. Wenn man das in einem Mengendiagramm darstellen wollte, stark vereinfacht, wird das etwa so aussehen. Wir haben hier quasi das Universum dessen, was eine Person explizit weiß. Wir haben hier das Universum dessen, was sie praktisch kann. Und die Idee ist, lass uns Lehrerbildung so organisieren, dass die Schnittmenge möglichst groß wird. Und diese Schnittmenge wird dann gebildet durch sogenanntes handlungssteuerndes Wissen und durch reflektiertes Können. Überhaupt sind das sozusagen die beiden Kardinaltugenden, die eine Lehrerbildung, die dem Integrationsparadigma folgt, aufzubauen versucht, anwenden können und begründen können. Angehende Lehrkräfte sollen anwenden können, was sie gelernt haben, und sie sollen begründen können, was sie tun. Also sie sollen sozusagen tun, was sie wissen, und sie sollen wissen, was sie tun. Jemand, der so einem Integrationsparadigma anhängt, dem ist natürlich auch klar, dass es außerhalb dieser Schnittmengen auch noch was anderes gibt. Hier nämlich und hier. Hoppla, ja, jetzt ist es klar, jetzt habe ich getouched. Also hier nämlich und hier. Aber das, was außerhalb dieser Schnittmenge liegt, das gilt im Grunde als Betriebsunfall einer Lehrerbildung, die nicht wirklich geglückt ist. Wissen ohne Können, das ist zu vermeiden, das wäre in dieser Denkart träges Wissen. Und Können ohne Wissen ist auch zu vermeiden, denn das kann man im Integrationsparadigma nur denken als blinde Routine. Quasi als das Gegenteil dessen, was wir unter professionellem Handeln verstehen. Und zu dieser Integrationsthese gibt es jetzt noch eine Reihe von Korollarien. Ein Korollarium ist die Repräsentationsannahme. Ich komme darauf noch zurück. Die Annahme nämlich, dass Können nicht nur soziale Zuschreibung ist. Also Können ist nicht nur was, was wir in einer Expertengemeinschaft anderen aus Gründen zuschreiben, sondern Können ist außerdem mental repräsentiert. Das ist eine nicht triviale Annahme, die sehr voraussetzungsvoll ist. Drittens die Selbstinstruktionsannahme, die Annahme nämlich, dass Wissen Erzeugungsgrundlage ist für äußeres Handeln. Auch das ist gar nicht selbstverständlich. Viertens die Formalisierbarkeitsannahme, dass wir expertenhaftes Können überhaupt als Einhalten von Regeln beschreiben können. Beachten Sie, beim Radfahrbeispiel ist es ja so, dass wir tatsächlich die Kompetenz des Radfahrers im Prinzip vollständig auf diese Regel abbilden können. Für pädagogisches Können ist das sehr fraglich, ob das überhaupt geht. Ob der Beobachter überhaupt in der Lage ist, dieses kompetente Verhalten sozusagen über eine endliche Zahl von Regeln, die eingehalten werden, zu beschreiben. Und dann fünftens die Prozeduralisierungsannahme, dass Können das Ergebnis einer Prozeduralisierung von deklarativem Wissen ist. Also dass der Lernprozess typischerweise anhebt mit der Vermittlung von explizitem Wissen, das dann durch Übung und Erfahrung quasi ins Unbewusste absickert und dann zentrale Ressource wird für die Verausgabung praktischen Könnens. Und diese große Bedeutung, die hier dem Lehrerwissen zugemessen wird, führt dann auch dazu, dass dieser Begriff des Lehrerwissens viel häufiger verwendet wird als der Begriff des Lehrerkönnens. Also Sie sehen hier den Versuch, die verschiedenen Bedeutungen des Wortes Wissen
im zeitgenössischen Diskurs um Lehrerbildung zu systematisieren. Die Grafik stammt aus einer Forschungsübersicht, die ich für das Handbuch zur Forschung im Lehrerberuf vor einigen Jahren mal erstellt habe. Mindestens drei Bedeutungen des Wortes Wissen muss man hier unterscheiden. Ich habe sie Wissen 1, 2, 3 genannt. Was Besseres ist mir nicht eingefallen. Wissen 1, das ist das, was man landläufig unter Wissen versteht. Ja, ich darf ja jetzt wieder nicht hintatschen, aber ich zeige nur mal so. Ja. Also Wissen 1, das ist das, was man landläufig unter Wissen versteht. Ausbildungswissen, ja. Wissen, das zwischen zwei Buchdeckel gepresst wird. Dann Wissen 2, Wissen im psychologischen Sinne, also mentale Strukturen. Und Wissen 3, in dem Sinne, in dem wir sagen, einer oder eine weiß, wie es geht. Also sie kann es. Ja. Wissen als Können. Und die Vorstellung ist offenbar die, dass angehende Lehrkräfte sich Ausbildungswissen aneignen, dieses Ausbildungswissen interagiert in komplexen Formen mit Erfahrungslernprozessen, mit solchen, die vor dem Beginn der formellen Lehrerbildung liegen, wo schon subjektive Theorien über Unterricht entstehen, mit Erfahrungslernprozessen während der Ausbildung, im Praktikum, später im Referendariat. Dass sich dann mentale Strukturen, Wissen im subjektiven Sinne ausformen, deklaratives Wissen, das durch Üben in prozedurales Wissen umgewandelt werden kann und dass das dann die innere Erzeugungsgrundlage ist für das, was wir von außen als Können zuschreiben. Also für verschiedene Handlungsepisoden, Performanzen, die wir beobachten können, da können wir dann Können zuschreiben, rekonstruieren. Und der Grund, warum das alles so beeindruckend funktioniert, sind diese mentalen Strukturen. Und weil dieses Können als Anhängsel des Wissens konzipiert wird, bedeutet Lehrerkompetenzforschung heutzutage vorrangig Messen von Lehrerwissen. Da gibt es jetzt unterschiedliche Formen, in denen man versucht, an dieses Wissen ranzukommen. Ausbildungsnähere Formen, die stärker das Ausbildungswissen adressieren und anforderungsnähere, kontextualisiertere Formen der Messung von Lehrerwissen. Wir beobachten in den letzten Jahren große und auch, finde ich, sehr bemerkenswerte Anstrengungen, stärker in die kontextualisierte Messung von Lehrerwissen zu gehen. Ich zeige Ihnen kurz zwei Beispiele. Das ist eine ausbildungsnahe Form der Messung von Lehrerwissen aus TEZ-M und TEZ-FU. Bei welchen der folgenden Fälle handelt es sich um eine intrinsische Motivation, bei welchen um eine extrinsische Motivation? Na, und dann heißt es hier, ein Schüler lernt vor einer Mathematikarbeit, weil er für eine gute Note eine Belohnung erwartet und dann soll man ankreuzen, ist das eine intrinsische oder eine extrinsische Motivation. Sie sehen also eine sehr ausbildungsnahe Form von Messung. Es geht nicht um die Frage, ist diese Person in der Lage, andere Menschen zu motivieren oder sowas, sondern es geht um die Frage, ob sie diese Konzepte kennt und anwenden kann. Hier sehen Sie jetzt ein Beispiel für eine anforderungsnähere, kontextualisiertere Form von Messung. Da steht auf der Tafel, wie groß ist das Volumen des Quaders, wenn man ein DIN A4 Blatt verwendet. Und dann werden drei Videos gezeigt, wo man jeweils ein Schülerpaar sieht, das sich an dieser Aufgabe versucht. Und die Person, die dieses Testformat bearbeitet, soll dann diese Videos aus einer, wie es hier heißt, mathematikdidaktischen und aus einer pädagogischen Perspektive analysieren. Aus der mathematikdidaktischen Perspektive ist die Frage, in jeder der drei gezeigten Herangehensweisen wird die Aufgabe mathematisch auf eine ganz eigene Art dargestellt und bearbeitet. Beschreiben Sie kontrastierend die wesentlichen Aspekte der Herangehensweise aus mathematikdidaktischer Sicht. Also wird dann sowas erwartet, wie dass man eben erkennt, die einen rechnen und die anderen machen das eher enaktisch und so weiter. Und aus einer pädagogischen Perspektive geht es darum, dass die Person, die diese Videos anguckt, quasi das Interaktionsverhalten der beiden analysiert. Es ist klar, dass es ein enormer Fortschritt ist, wenn sich die Messoperationen von hier nach hier bewegen. Aber ich glaube, dass wir uns noch weiter nach rechts bewegen sollten. Ich glaube, dass wir noch näher da raus müssen, nämlich hierhin, zum Können selbst. Dort sind wir nämlich noch gar nicht. Und dass das so lange dauert, dass man dorthin kommt, ist sehr erstaunlich.
weil Rainer Bromme 1992 in einer, wie ich finde, ausgesprochen bemerkenswerten Schrift, es war seine Habilitationsschrift, glaube ich, der Lehrer als Experte, sehr früh schon angemahnt hat, sehr sorgfältig zu unterscheiden zwischen Wissen und Können, die Kategorien nicht zu vermischen. Und Bromme war damals inspiriert durch Gilbert Ryle und das Buch The Concept of Mind aus 1949, Analytische Handlungstheorie. Und man kann gut zeigen, dass Bromme häufig rezipiert worden ist, gerade in den 90er Jahren häufig rezipiert worden ist, aber ich glaube kaum je wirklich verstanden worden ist. Er hat mir das übrigens auch selbst mal kurz gesagt, dass er sich über manche Strecken missverstanden fühlt. Bromme schreibt in seinem Buch, das Können des Lehrers und anderer Experten ist nicht allein durch das Konstrukt des Wissens zu beschreiben und zu erklären. Die analytische Unterscheidung zwischen dem kognitiven Konstrukt von Wissen und dem sozialen Konstrukt ist nützlich, um das Phänomen der Diskrepanz von kognitivem Wissen und Können zu beschreiben. Das beobachtbare Handeln von Experten ist offensichtlich reicher als das Wissen im kognitiven Sinn, das ihm zugrunde liegt. Wenn man Bromme ernst nimmt und mit Bromme auch Gilbert Ryle, dann würde umgelegt auf diese Grafik dieses Konstrukt verschwinden. Das prozedurale Wissen würde deshalb verschwinden, weil im Grunde gar nicht klar ist, welche Entität damit eigentlich angesprochen ist. Prozedurales Wissen soll ja innere Erzeugungsgrundlage für Können sein und ist nicht verbalisierbar. Die Frage ist, wie man denn die Existenz dieses prozeduralen Wissens unabhängig vom Können nachweisen können soll. Es zeigt sich ja nur im Können. Also möglicherweise ist das gar nicht eine zusätzliche Entität, sondern es ist Ausdruck einer quasi Weltenverdoppelung, die wir hier aufgrund theoretischer Unvorsichtigkeit vornehmen. Das prozedurale Wissen könnten wir eigentlich hier rauskürzen und uns stattdessen interessieren für dieses Können. Und sich für das Können zu interessieren, heißt nicht, sich bloß für Performance zu interessieren, klarerweise. Es heißt, sich zu interessieren für das Übersummative dieser Performanzen. Was steckt denn hinter den Performanzen? Aber das, was hinter den Performanzen steckt, steckt nicht im Kopf. Das ist die Pointe. Das, was hinter den Performanzen steckt, ist was, was wir verstehen müssen. Verstehen. Wir müssen Können verstehen. Und das Können einer anderen Person zu verstehen, heißt nicht, es als Wissen zu rekonstruieren. Ja, und wenn man solcher Art also die Unterschiede zwischen Wissen und Können sich nochmal deutlich macht, dann wird klar, dass wir hier links beim Ausbildungswissen ein verbalisiertes, kodifiziertes Wissen finden, das nach Ausbildungsbereichen gegliedert ist. Da gibt es dann ein Fachwissen, da gibt es ein fachdidaktisches Wissen, da gibt es ein bildungswissenschaftliches Wissen und dieses bildungswissenschaftliche oder allgemeinpädagogische Wissen können Sie, wenn Sie möchten, dann noch vielfältig auffächern. Das, was Sie hier finden, hat mit Wissen im psychologischen Sinne gar nichts zu tun, sondern das sind Überschriften aus Studienplänen. Und dieses Wissen ist dekontextualisiert, das ist gerade seine Stärke. Und auf der anderen Seite finden Sie hier ein Können. Und dieses Können kann man nicht als Knowledge ansprechen. Polanyi in seinem Werk spricht auch nie von Tacit Knowledge, er spricht immer von Tacit Knowing. Ja, hat immer eine prozessuale Komponente, ne? Hat nie eine Strukturanmutung. Ne? Wissen ist nichts Strukturelles. Es geht immer um Prozesse. Polanyi entwickelt keine Wissenstheorie, er entwickelt eine Theorie der Funktionsweise des menschlichen Bewusstseins und der Art und Weise, in der sozusagen Gegenstände in unser Bewusstsein gelangen und aus ihm wieder verschwinden. Und dieses Wissen ist auch nicht kompartmentalisiert. Im Können werden alle Wissensbestände gleichzeitig verausgabt. Es ist nicht sinnvoll zu sagen, das, was jetzt gerade jemand macht, ist, er macht was Fachdidaktisches. Und vor 6 Minuten hat er was Pädagogisches gemacht. Und in 3 Minuten wird er was Fachwissenschaftliches machen.
Und dieses Wissen ist auch nur begrenzt verbalisierbar durch die erste Person. Und es ist in dem Ausmaß, in dem es sich an den Kontext anschmiegt, in dem diese Person agiert, auch durch die dritte Person, nur begrenzt als Einhalten von Regeln beschreibbar. Die Frage ist, was passiert jetzt, wenn wir versuchen, dieses Können direkt unter die Lupe zu legen, also einen phänomenologischen Zugang zum Können zu finden? Der Tacit Knowing View, den Herr Brinkmann heute schon angesprochen hat und den ich versucht habe, vor einigen Jahren in den Grundkonturen zu entwickeln, versucht in etwa die folgenden Beiträge zur Aufhellung der Problematik zu leisten. Erstens, es ist der Versuch, Merkmale reifen menschlichen Könnens phänomenologisch zu rekonstruieren und dabei Sensibilität zu entwickeln für etwas, das ich die dritte Handlungsform nenne. Sie wissen sicherlich, dass in der psychologischen Handlungstheorie man in der Regel mit einer relativ scharfen Dichotomisierung arbeitet. Man sagt, es gibt im Insgesamt des menschlichen Verhaltens sowas wie echtes Handeln. Und dieses echte Handeln hebt sich ab vom bloßen Verhalten. Und Merkmale echten Handelns sind, dass die Person Ziele bildet, dass sie eine Situation analysiert, dass sie Handlungsalternativen generiert, gegeneinander abwägt, dass sie Entscheidungen trifft, dass sie Entscheidungen umsetzt und dass sie dann den Handlungserfolg evaluiert. Und alles, was dieser Prozessfolge nicht folgt, ist bloßes Verhalten, so wie gehen zum Beispiel oder gar verdauen. Die Frage ist, ob durch so eine Dichotomie die Normalform menschlichen Könnens überhaupt beschrieben ist. Denn die Normalform menschlichen Könnens, der ganz normale Modus unseres Daseins, das, was wir ständig eigentlich machen, ist wahrscheinlich viel angemessener zu beschreiben als eine Form von intuitiv improvisierendem Handeln. Das sozusagen mit dem bloßen Verhalten der psychologischen Handlungstheorie gemeinsam hat, dass wir hier keine Subjektverdoppelung finden. Sie werden vergleichsweise selten in Ihrem Leben das Gefühl haben, dass Sie aus zwei Menschen bestehen, einem inneren Befehlsgeber und einer zweiten Person, die diese inneren Selbstbefehle dann ausführt. In der Regel haben Sie das Gefühl, dass Sie einfach in der Welt sind. Gleichzeitig aber ist das ein Handlungsmodus, in dem Sie sehr flexibel handeln. Ja? Sie sind in der Situation, Sie achten auf die Situation, Sie haben sehr wohl das Gefühl, dass Sie Ihr Handeln steuern, obwohl Sie nicht das Erleben haben, dass hinter Ihrem Rücken ein Ich steht, das Sie als solches identifizieren könnten. Und für diesen Normalmodus des menschlichen Handelns, der auch der Normalmodus des Handelns im Klassenzimmer ist bei einem Lehrer, der Normalmodus des Handelns eines Schülers ist im Klassenzimmer, für diesen Normalmodus, glaube ich, ist die psychologische Handlungstheorie sehr unsensibel. Ja, und es ist interessant zu rekonstruieren, mit welcher Art von Handeln haben wir es da eigentlich zu tun. Das ist nämlich nicht bloße Routine und es ist aber auch nicht Wissensapplikation. Das ist was anderes. Zweitens, der Tacit Knowing View versucht ganz konsequent zu unterscheiden zwischen dem Blickwinkel der ersten Person, also einer rekonstruktiv-explanatorischen Perspektive auf Können und einer phänomenologischen Perspektive. Ja. Entsprechend auch konsequent zu unterscheiden zwischen beschreibenden und generativen Regeln. Was ist eine Regel, die Können aus der Außenperspektive angemessen beschreibt, die insofern auch ein zulässiges Format der Lehrzielbeschreibung ist in der Lehrerbildung? Und was ist aber die Eigenschaft von generativen Regeln, durch die der Könner Können hervorbringen kann? Ich versuche Ihnen kurz, damit das nicht zu abstrakt bleibt, ein Beispiel zu zeigen, das Sie kennen, ne? Wahrscheinlich kennen. Man kann sich nur wundern über die Fähigkeit von Ballspielern, im Gefecht richtig zu antizipieren, wo wird der Ball eigentlich den eigenen Körper erreichen. Ne? Also Sie sehen hier einen Spieler, ne? der läuft auf den Ball zu, der ihm entgegenfliegt und fängt ihn an der richtigen Stelle. Ne? Das ist eigentlich was Faszinierendes. Und beschreibend kann man das natürlich rekonstruieren über Ballistik. Aber die Ballistik liefert dem Ballspieler keine generativen Regeln. Und die Frage ist, was wäre jetzt in der Sportinstruktion eine generative Regel für jemanden, der den Ball ständig verfehlt?
Und die generative Regel ist wahrscheinlich viel einfacher. Die lautet nämlich, lauf einfach und halte deinen Blickwinkel zum Ball konstant. Das ist eine ziemlich einfache Regel. Man könnte es noch zuspitzen. Denk nicht zu viel und denk gar nicht an Ballistik. Lass die Füße das selber machen. Überhaupt ist das eine ganz spannende Frage in der Selbstinstruktion. Worauf achte ich und worauf vertraue ich in der Selbstinstruktion? Ja, Sie können im Selbstversuch mal testen, wenn Sie sich einen Becher Kaffee von dem Automaten runterlassen und der Becher ist sehr voll und Sie gehen dann in Ihr Büro. Das ist eine spannende Frage, ne? In der Aufmerksamkeitsregulation. Worauf sollten Sie da besser nicht achten und worauf achten Sie, wenn Sie nichts verschütten wollen? Aus einer empirischen Perspektive geht es jetzt dann um die Frage, diesen Brüchen zwischen Wissen und Können nachzuspüren. Also was kann jemand sagen über sein Können und was tut er tatsächlich und welche Brüche und Verwerfungen zeigen sich da? Und der Frage nachzuspüren, wo liegen, warum Grenzen der Formalisierung menschlicher Könnerschaft? Wenn es die nämlich gibt, würde das bedeuten, dass eine Instruktion über explizite Regeln Menschen immer ein Stück weit auch zum Dienst nach Vorschrift erzieht. Und Dienst nach Vorschrift ist ja was Ambivalentes. Ne? Vom Dienst nach Vorschrift profitieren die, die bisher die Vorschriften gar nicht kannten. Aber Dienst nach Vorschrift holt die runter, die die Vorschriften schon längst überboten haben. Dienst nach Vorschrift hat was Nivellierendes. Und methodisch heißt es, wir müssen uns dem Erleben der ersten Person zuwenden. Das ist ja etwas, was zeitgenössische Lehrerwissensforschung kaum tut. Was wissen wir eigentlich darüber, was in einer Lehrkraft vorgeht, die Unterricht plant und der eine Aufgabe einfällt? Was passiert da, wenn jemandem eine Aufgabe einfällt? Und wenn wir nicht wissen, was da passiert, wenn jemandem eine Aufgabe einfällt, wie können wir dann den in der Lehrerbildung instruieren, wenn es um die Frage geht, was kann ich tun, damit mir eine Aufgabe einfällt? Das ist ein bisschen so wie in der Musikdidaktik. In der Musikdidaktik gibt es eine Didaktik des Erlernens von Musikinstrumenten, aber es gibt keine Didaktik des Komponierens. Unterricht zu planen ist Komposition. Wir haben hier keine Didaktik des Komponierens. Wir haben auch in der Lehrerbildungsdidaktik eigentlich nur eine Didaktik, die den Leuten beibringt, wie man Musikinstrumente spielt. Aber die Musikinstrumente werden irgendwann von Lernplattformen gespielt. Das, was Sie hier sehen, ist was Vorläufiges. Wir haben ein Forschungsnetzwerk Implizites Wissen gegründet vor 10 Jahren. Wir treffen uns einmal im Jahr, österreichische, deutsche und ungarische Kollegen, und versammeln uns da rund um den Begriff des impliziten Wissens, so etwa in so einem Kreis, wie wir hier jetzt sind. Wir sitzen da 2 Tage zusammen und greifen ein bestimmtes Phänomen raus und diskutieren das. Und vor 3 Jahren haben wir versucht, 12 Leitbegriffe zu entwickeln, die aus unserer Sicht dieses Phänomen reifer Könnerschaft, für das wir uns interessieren, die so Schichten oder Aspekte dieses Phänomens reifer Könnerschaft abgreifen. Fuzziness, damit ist gemeint, Können hat es in dem Sinne, in dem wir uns dafür interessieren, immer zu tun mit schlecht strukturierten Situationen. Mit Situationen, die algorithmisch sozusagen nicht sinnvoll bearbeitbar sind. Mastery, das ist Könnerschaft, die menschliche Könnerschaft. Dialog, das ist ein Momentum, das ausdrücken soll, dass der Könner sich immer in Dialog mit einer Situation begibt. Also diese Vorstellung, dass der Könner sich von der Welt zurückzieht, so in einer misstrauischen Haltung Pläne schmiedet und die dann ausagiert, das ist eine völlig schiefe Vorstellung. Ne? Können bedeutet, eingebunden sein in eine Situation, auf die Situation zu antworten
nicht zu reagieren, ne? Zu antworten auf eine Situation. Das ist was anderes, wie auf eine Situation zu reagieren, zu antworten auf eine Situation. Und die Antwort, die ich gebe auf eine Situation, verändert die Situation. Und ich habe den Daumen drauf auf dieser Situation. Ich spüre sozusagen, was macht das jetzt mit der Situation und antworte wieder. Und so ist das ein dialogischer Umgang mit dem Außen. Ne? Das Außen kann jetzt ein Mensch sein, es kann aber auch ein Gegenstand sein, ein Kunstwerk, was auch immer. Mut, das ist unser Begriff für eine ganz spezielle Eingestimmtheit auf die Handlungsaufgabe, so eine Mischung aus hoher Konzentration und Gelassenheit, so wie Sie kennen die Arbeiten von Csikszentmihalyi, das Flow-Erleben beschreibt auch so einen Mut, nicht? So eine feine Haarlinie, wo du völlig aufgehst in der Situation. Das ist ein hochkonzentrativer Zustand, aber in gewisser Weise auch ein sehr befreiter, entspannter Zustand. Ne? Ganz spezielle Einstimmung. Übrigens auch etwas, das man gut sehen kann empirisch, wie können sich häufig, welche Rituale sie pflegen, um sich selbst in so eine Stimmung zu bringen. Wenn Sie an den Spitzengolfer denken zum Beispiel, was macht der vorher eigentlich, um in genau diese Stimmung zu kommen? Ja, Corporate and Sensuality ist klar, ne? Es geht um die Körpermetaphern, die Körner verwenden, wenn sie über ihr Können sprechen, aber es geht auch um Körperlichkeit, nicht nur im übertragenen Sinne, sondern im ganz physischen Sinne. Was riecht jemand, schmeckt jemand, wie spürt er seinen Körper, was hört er? Ne? Tacitness ist klar, das ist das Schweigen der Könner, also die relative Sprachlosigkeit der Könner, wenn sie über ihr Können sprechen. Opacity und Informality, das ist die Undurchsichtigkeit des Könnens auch für den Beobachter. Mit Undurchsichtigkeit ist nicht gemeint, die Unfähigkeit des Beobachters, Können als Können zu erkennen, sondern die Unfähigkeit des Beobachters, dieses Können als Einhalten von Regeln abzubilden. Wenn Sie selber ein humorvoller Mensch sind, können Sie Humor schon erkennen. Der ist nicht opak, ja, für Sie. Aber ein Regelbuch für Witze machen, können Sie deshalb nicht schreiben. Ne? Experience and Intimacy, also die Erfahrungslernprozesse, die jemanden in eine intime Vertrautheit mit dem, was er kann, bringen. Understanding and Assessment, das ist das Schwierigste, finde ich, überhaupt. Also es gibt, glaube ich, überhaupt keinen schwierigeren Begriff als Verstehen. Ja? Also Verstehen ist, glaube ich, der schwierigste Begriff überhaupt. Was heißt es wirklich, was heißt es, etwas zu verstehen, aber was heißt es auch, das Können eines anderen zu verstehen? Und was heißt das für Assessment? Also wie sozusagen, was ist die Zuschreibungsbedingung dafür, dass wir sagen, das ist jetzt wirklich reifes, subtiles Können? Was genau passiert da, wenn wir Können als expertenhaft klassifizieren? Ja, Fluidity, das ist auch ein Konzept, das uns wichtig ist. Damit ist gemeint, dass Können sich in jedem Akt der Ausübung selbst erneuert. Das heißt, wenn Sie versuchen, zu einem je bestimmten Zeitpunkt Ihr eigenes Können zu beschreiben, zu kodifizieren, dann sind Sie, nachdem Sie das geschrieben haben, schon wieder ein Stückchen weiter. Ne? Das ist ein ständiger Prozess der Selbsterneuerung. Ein Maulwurf ist nie dort, wo Sie seine Hügel sehen, ne? Schon immer ein bisschen weiter. Und das gilt auch für den Könner. Sociality ist die soziale Eingebundenheit des Könnens, und Conclusion and Impact ist uns selber noch nicht klar. Das ist dann die Frage, was folgt eigentlich aus dieser Art und Weise, in der wir auf Können draufschauen. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen für zum Beispiel die Gestaltung von Ausbildung, für die Frage, was machen Maschinen mit uns und solche Dinge. Ich habe zwei dieser Begriffe kurz markiert, damit Sie ein bisschen sehen, was da empirisch eigentlich passiert. Wir haben in der Gruppe für unterschiedliche Domänen versucht, die Leistungsfähigkeit dieses Begriffsapparates ein bisschen zu testen. Wir haben das im Bereich Komposition gemacht. Tasos Zembilas, ein Wiener Kulturwissenschaftler, hat Komponisten untersucht. Die haben über Tagebücher ihr Komponieren beschrieben. Er hat mit ihnen Interviews gemacht. Es ist für Schriftsteller untersucht, es ist für Landwirte und Landwirtinnen untersucht. Wir haben es für Vortragsdidaktiker untersucht, also für Menschen, von denen gesagt wird, das sind charismatische Vortragende. Und ich zeige Ihnen nur ganz wenige Ausschnitte aus Interviewprotokollen, damit Sie ein bisschen sehen, was wir da finden. Das ist ein Mensch, der von dem Studierende sagen, er kann so wunderbar erklären. Und da kommt im Interview der Satz vor, ich schaue in die Menge, wie es gewirkt hat. Erklären ist ein laufendes Kalibrieren. Erklären ist ein laufendes Kalibrieren. Und das illustriert genau das, was mit Dialog gemeint ist. Ne? Also
der Vortragende vertraut darauf, dass seine Sätze kommen. Das ist ja auch schon für jemanden, der vortragen lernen will, eine unglaubliche Herausforderung, zu vertrauen, dass die Sätze kommen. Und dann nicht bei sich sein, sondern letztlich bei den Zuhörern sein. Und dann darauf vertrauen, dass wenn ich achtsam bei den Zuhörern bin, die nächsten Sätze kommen. Das ist ja eine ganz fragile Form eigentlich von Selbstregulation, die da passiert, Dialog eben. Das ist ein Schriftsteller, der Peter Rosei, relativ bekannter Schriftsteller sogar. Einmal ist man drinnen, dann ist man draußen und schaut drauf, dann geht man wieder hinein und so hin und her. Also er geht in Dialog mit dem eigenen Schreibprodukt. Ne? Eine abständige Perspektive, guckt auf das, was er geschrieben hat, geht dann ins Material wieder rein, versinkt in der Handlung, die er selbst generiert. Also es ist auch wieder so ein Iterieren, so ein Dialog, in dem Fall mit dem selbst geschaffenen Artefakt. Ne? Also eben nicht der fertige Plan. Nicht der fertige Plan. Und dann schreibe ich. Sondern er weiß im Grunde, wenn er zu schreiben beginnt, selbst noch nicht, was rauskommt. Und am Ende hat es trotzdem eher gemacht. Das ist eine Illustration für Corporate and Sensuality bei Landwirten. Wenn man im Frühjahr zum Beispiel sagen kann, wenn man den Boden bearbeiten soll oder nicht, da gibt es kein genaues Maß dafür. Das schaut man sich an und das fühlt man und das spürt man, das sieht man halt irgendwie. Ja, also ein Sehen, ein Spüren, ein Fühlen. Ja. Es gibt so eine Tendenz, solche Beispiele zu unterschätzen. Ja, manche sagen, das ist ja klar, ne, das ist halt so eine erdige Arbeit. Klar spielt da der Körper eine Rolle, ne, aber der Körper spielt eine begrenzte Rolle, wenn es um im eigentlichen Sinne intellektuelle Tätigkeiten geht. Das ist schon deshalb Blödsinn, weil es gar nicht so leicht ist, intellektuelle von nicht-intellektuellen Tätigkeiten abzugrenzen. Was wäre dafür eigentlich das Kriterium? Wie falsch das ist, sehen Sie an dem Beispiel. Das ist Katharina Clement, eine Komponistin, die ein akustisches Porträt der Stadt Belgrad komponieren möchte. Und was stellt sie fest? Allerorten ist hier in Belgrad trotz Lärm etwas Weiches, Sanftes zu spüren. Zum Beispiel, wenn sich Menschen vorstellen und ihren Namen nennen, geschieht das mit sanftem Händedruck und Stimme. Auch der Klang der Glocken hat etwas Weiches. Eine unglaublich metaphorische Sprache. Und aus dieser Metaphorik raus komponiert die dann. Ich komme schon fast zum Schluss. Wenn man so eine neugierige Perspektive auf Können entwickelt und sagt, lass uns näher rangehen noch an dieses Können. Wenn man also versucht, wirklich genau zu gucken, was macht jemand, wie macht er das, wenn man versucht, es zu verstehen und als Können zu rekonstruieren, mit welchen Herausforderungen muss man dann rechnen? Was könnte es heißen, in der Lehre Expertenforschung mit diesen Herausforderungen umzugehen? Und da möchte ich Ihnen abschließend 6 solche Herausforderungen, die ich sehe, noch kurz benennen. Ein erster Punkt, wenn Sie Kompetenz messen, ich bin jetzt wieder in dieser technischen Terminologie, wenn Sie Kompetenz messen, dann haben Sie immer die Schwierigkeit, dass Sie eine Expertennorm brauchen. Ne? Also was ist denn eigentlich der Maßstab für Kompetenz? Ne? Sie brauchen irgendein Kriterium, irgendeine Norm. Und diese Norm bezieht die zeitgenössische Forschung in der Regel aus dem Ausbildungswissen. Also wir Bildungswissenschaftler, wir wissen, was ist zu sehen. Was müsste man in einem Bild sehen? Mit welchen Begriffen müsste man das, was hier zu sehen ist, eigentlich benennen? Und wir wissen, was wäre denn hier jetzt bei einer bestimmten Störung in der Klasse die geeignete Intervention. Also die Expertennorm wird in der Regel aus dem Ausbildungswissen generiert.
Bei Rainer Bromme können Sie aber schon nachlesen, dass das möglicherweise ein Fehler ist. Bromme schreibt, bei der empirischen Erhebung individuellen Expertenwissens sollte man die natürlichen kategorialen Schnitte des Expertenwissens zu erhalten suchen. Also Brommes Überzeugung war, im Gefolge von Erfahrung bilden Expertinnen und Experten Kategorien aus, die quasi quer liegen zum Ausbildungswissen. Wenn das stimmt, dann hieße das, die Expertennorm müsste gewonnen werden an Experten. Also wir müssten Known Groups identifizieren. Also wir müssten Leute identifizieren, denen wir konsensual Spitzenkönnen zuschreiben. Und dann müssen wir gucken, was sehen die? Nicht, was sieht Georg Neuwig oder was sieht Malte Brinkmann, sondern was sieht jemand, den wir konsensual als Spitzenlehrer identifizieren? Was sieht der? Wie deutet der eine Situation? Und noch wichtiger, was fragt der? Nicht, was fragen wir ihn? Was fragt der eigentlich? In dem Sinne, dass er sagt, ich müsste dieses und jenes noch wissen, um jetzt eine Handlungsentscheidung treffen zu können. Und das ist jetzt nicht nur ein Problem der Validierung von Sollantworten, ist auch ein Problem der Validierung überhaupt von Instrumenten. Also jetzt versuchen wir ja stärker in Richtung videobasiertes Messen zu gehen. Wenn Sie jemandem ein Video zeigen, dann haben Sie das Video vorher gedreht. Und wenn Sie ein Video drehen, brauchen Sie einen Kamerastandort. Und wenn Sie die Kamera bewegen, brauchen Sie eine Ausschnittbildung. Und die Ausschnittbildung nimmt der Kameramann vor oder die Kamerafrau, gegebenenfalls instruiert durch Hochschullehrer und Lehrerinnen. Ein Experte, der sich in der Situation orientiert, hat sein Gesicht als Kamera, seine Augen. Die Frage ist jetzt, wo schaut der hin? Also auch die, quasi die Kameraperspektiven, die Bildausschnitte, wie wählen wir die? Und auch da müsste man sich eben stärker interessieren für quasi die Bildausschnitte, die der Experte wählt, der Könner wählt. Das zweite Problem, wenn es in der Geschichte des Nachdenkens über das, was Lehrer können, einen Konsens gibt, dann ist der darin zu sehen, dass alle Autoren, Autorinnen die Kontextsensitivität von Expertise betonen. Ja? Also Respekt davor haben, dass ein Könner das, was er tut, anschmiegt an den Kontext, in dem er sich befindet. Das gibt es bei Herbert schon, der pädagogische Takt ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ein Weiterdenken der oder eine Konkretisierung der Kantschen Urteilskraft für das Handeln des Pädagogen. Es geht um Kontextuieren eigentlich. Das finden Sie bei Donald Schön. Bei Schulman übrigens auch. Strategic Knowledge heißt es dort. Das ist nichts anderes als diese praktische Urteilskraft. Fürchterlicherweise als Knowledge bezeichnet. Ne? Das geht gar nicht. Bei Übermann natürlich, bei Bromme sowieso, bei Oser, bei Berliner, bei Patry, bei ganz vielen Autoren finden Sie diese Kontextsensitivität von Expertise. Was heißt das? Was heißt das eigentlich, dass jemand kontextsensitiv agiert? Nun, das hieße, wenn wir eine Expertin, einen Experten, der wirklich Expertin und Experte ist, fragen, was ist hier der Fall oder was ist hier zu tun? Repräsentieren eine Episode in Form von einer Fallbeschreibung oder wir zeigen ein Video und sagen dann, was ist hier zu tun? Dann wird der hoffentlich sagen, das kommt drauf an. Und worauf kommt es an? Es kommt auf den Kontext an. Und den Kontext können Sie nur begrenzt im Reizmaterial mitrepräsentieren. Das ist zum Beispiel ein Vergangenheitskontext. Was ist das für eine irre Form von Kompetenzmessung? Sie zeigen einer Lehrkraft ein Video mit einer Situation im Klassenzimmer und diese Situation ist ungeschichtlich. Tatsächlich
agieren Pädagoginnen und Pädagogen mit einer Geschichte im Rücken. Ja, haben ihre Klasse, wir haben ihre Schüler. Wir haben eine Geschichte mit diesen Schülern. Und im Lichte dieser Geschichte, mit dieser Geschichte im Rücken und Subspezies sozusagen dieser Geschichte, deuten sie eine Situation. Und jetzt gibt es ein ahistorisches Video, was würden Sie hier tun? Ja, da wünsche ich den Forschern, dass sie mutige Probanden haben, die sagen, das kommt drauf an. Erzählen Sie mir mehr über die Geschichte. Und es gibt nicht nur den Vergangenheitskontext, es gibt auch einen Gegenwartskontext, der nicht abgebildet ist im Video. Und es gibt auch einen Zukunftskontext in Form von Zielen. Wir nehmen ja eine Situation Subspezie auch von Zielen wahr. Auch auf die kommt es an. Und die Frage ist jetzt, lässt sich das, worauf es ankommt, wie lässt sich das, worauf es ankommt, im Reizmaterial eigentlich abbilden, wenn ich Kompetenzen messe? Wie kriege ich Kontext in Reizmaterial? Man spricht ein großes Wort gelassen aus, wenn wir sagen, wir machen eine kontextualisierte Kompetenzmessung. Was heißt das überhaupt, kontextualisiert Kompetenzen zu messen? Eine Alternative könnte sein, damit es nicht ganz jetzt so defätistisch ist, ne? Eine Alternative könnte auch sein, wir versuchen so gut wie möglich einen Kontext im Reizmaterial abzubilden und fragen dann einfach, was müssten Sie noch wissen? Und das wäre dann ein Alarmzeichen, wenn jemand sagt, oh, nix, das genügt mir. Ja. Dritte Herausforderung, wenn dieses Konzept Dialog tragfähig ist, wenn es wirklich so ist, dass expertenhaftes Handeln immer ein Adaptieren an eine Situation ist, die man selber laufend mit neu konstelliert. On-the-spot-Experiment nennt Donald Schön das. Dann müssen wir damit rechnen, dass jede Form von Kompetenzmessung engen Validitätsbeschränkungen unterliegt, weil es uns nicht gelingt, diese Ketten von Wahrnehmen, Handeln, neuem Wahrnehmen, Handeln mit abzubilden. Also immer dann, wenn Sie Kompetenz in der Form messen, dass Sie hier ein statisches Bild erzeugen, auf das jemand dann einmal reagieren soll, entweder durch einen Deutungsakt oder durch die Idee, was würde er tun, kriegen Sie dieses iterative Momentum nicht rein. Ne? Sie kriegen dieses Dialogische nicht rein. Also kann man Kompetenzen überhaupt erfassen, ohne jemanden reinzustellen in eine Situation, die anhält, wo er dann den, wie Schön das nennt, den Backtalk der Situation hören muss, um darauf neu zu reagieren, neu zu antworten. Vierte Herausforderung, möglicherweise müssen wir damit leben, dass sozusagen, dass es im Versuch aus einer Reihe von Performanzen, die wir beobachten, dass dem Versuch aus dieser Reihe von Performanzen, nochmal, wir müssen wahrscheinlich damit leben, dass dieser Kontextbezug des Könnens eine absolute Rekonstruktionsgrenze bedeutet. Also das Takt, das Strategic Knowledge, wie Schulman das nennt, das Kontextsensitivität, eben überhaupt nur bei Strafe des infiniten Regresses, ja, auf ein Sammelsurium von Regeln abgebildet werden kann. Also möglicherweise gibt es hier wirklich eine harte Grenze, und das wirft dann auch interessante Rückfragen in Bezug auf die Kompetenz des Diagnostikers auf. Also was muss eigentlich ein Diagnostiker von der Domäne wissen, was muss der selbst in der Domäne können, um Können angemessen diagnostizieren zu können? Braucht man, um den Humor eines Menschen zu verstehen, eigentlich selbst Humor? Ja? Braucht man die gleiche Art von Humor? Vorletzter Punkt, jetzt wieder zurück zum Wissen im mentalen Sinne, also wir bilden uns ja trotzdem, ne? Auch wenn wir versuchen, direkt ans Können ranzugehen, wir bilden uns trotzdem Vorstellungen über die quasi mentale Architektur
der Person, die dieses Können entäußert. Und da glaube ich, dass wir noch intensiver nachdenken müssen über die Frage, bräuchten wir nicht sowas wie eine entwicklungsstufensensitive Kompetenzdiagnostik? Also im Gefolge von Erfahrung verändert sich ja sehr wahrscheinlich die Art und Weise, in der Menschen wahrnehmen und die Art und Weise, in der Menschen ihr Handeln regulieren. Und von diesem Regulationsmodus hängt es wahrscheinlich ab, wie wir die Kompetenz dieser Person abgreifen müssen. Sie kennen vielleicht dieses Stufenmodell des Expertiseerwerbs von Hubert und Stuart Dreyfus. Es ist eines der wenigen, zwar sehr holzschnittsartigen, aber durchaus interessanten Modelle, die versuchen, Expertiseentwicklung als Funktion von Erfahrung in schlecht strukturierten Domänen zu beschreiben. Und das ist so ein Fünf-Stufen-Modell. Und über diese fünf Stufen hinweg verändert sich, das ist die These hinter dem Modell, die Wahrnehmungs- und Handlungsregulation des Könners in einer ganz charakteristischen Weise. Dazu muss man jetzt wissen, das ist kein urwüchsiger Lernprozess, der hier beschrieben wird, sondern es ist ein didaktisierter Lernprozess. Also die Autoren haben das Modell entwickelt ursprünglich für die Ausbildung von Kampfpiloten bei der US Air Force. Und die Ausbildung schaut natürlich nicht so aus, dass man denen einen Flieger gibt und sie fliegen lässt, sondern man startet mit expliziter Instruktion, aus naheliegenden Gründen. Und das Modell postuliert jetzt einen charakteristischen Verlauf. Es geht so los, dass den Leuten am Beginn einfache Regeln vermittelt werden. Das heißt, es gibt eine Situationsbeschreibung und dann sagt man denen, in der und der Situation ist dieses und jenes zu tun. Ne? Für Lehrerbildung könnten Sie sich vorstellen, im Bereich Klassenführung, ne, sowas. So, und im Gefolge von Erfahrung wird dann jemand ein Advanced Beginner, wie Hubert und Stuart Dreyfus sagen. Was passiert da? Die Leute lernen, dass es neben diesen kontextfrei beschriebenen Elementen auch sowas gibt wie situationale Elemente in der Situation. Also in der Klassenführung zum Beispiel würden Sie dann sagen, da gibt es sowas wie einen scheinbar interessierten Schülerblick. Ja, also ein Schüler, der so tut, als würde er sich interessieren für das, was vorgeht, der sich aber nicht wirklich interessiert. Das ist was Sie kontextfrei nicht beschreiben können, aber für sowas kann man einen Blick entwickeln. Und da würden jetzt die Autoren sagen, das passiert auf dieser zweiten Stufe. Und da kann man dann schon komplexere Verhaltensentscheidungen jetzt treffen, nicht nur auf der Basis von analytisch fassbaren Regeln, sondern auch auf der Basis von weichen Richtlinien, die solche weichen Faktoren mit einbegreifen. Dann passiert auf der dritten Stufe etwas ganz Neues. Jetzt entwickelt nämlich die Person Sinn für das Wesentliche, weil sie Pläne entwickelt. Also sie hält nicht mehr nur Regeln ein, sondern sie emanzipiert sich von den Regeln, sie bildet Ziele und entwickelt im Lichte dieser Ziele Pläne. Im Gefolge weiterer Erfahrung muss der Sinn für das Wesentliche nicht mehr erarbeitet werden, der wird unmittelbar in der Situation gesehen. Also jetzt bildet sich sowas aus wie fallbasiertes Wissen. Ja, die Idee ist, es gibt dann sowas wie situative Prototypen. Jemand erkennt eine Situation als typisch, weil er sie eben oft schon gesehen und erlebt hat. Aber die Handlungsentscheidung, die fällt noch durch mehr oder weniger begrenzte Planung. Also die Situation wird schlagartig erfasst, aber man überlegt noch kurz, was ist denn jetzt zu tun. Und dann schließlich auf dieser fünften Stufe gibt es auch das nicht mehr. Im Normalfall sozusagen überlegt der Experte gar nicht mehr, er macht einfach das, was normalerweise funktioniert. Er erkennt spontan den Sinn von der Situation und antwortet ganzheitlich auf die Situation. Und nur in Ausnahmefällen rekrediert er quasi wieder auf dieses Planungsstadium. Die Autoren übrigens geben nicht an, wie lang dauert das. So, was ist jetzt passiert? Das hat jetzt zu lange. Ja, es ist genau, Ihnen zu lang und dem Gerät auch. Es ist ein Wink mit dem Zaunfall. Aber ich bin eigentlich schon fast fertig. Vielleicht ist auch hier der... Ja, also ich bin wirklich schon fast fertig. Sie sind schon ganz fertig wahrscheinlich. Ich komme wirklich gleich zum Ende.
Ja, der Punkt ist jetzt, wenn das stimmt, ne, wenn sich also Wahrnehmungs- und Handlungsregulation im Gefolge von Erfahrungen in dieser charakteristischen Weise verändert, würde das auch bedeuten, dass Sie eine entwicklungsstufensensitive Kompetenzdiagnostik brauchen. Das würde bedeuten, dass Sie beim Anfänger zunächst mal fragen müssen, welche Regeln kennst du? Das würde bedeuten, dass Sie beim Fortgeschrittenen seine Planungskompetenz abgreifen müssten. Das würde aber auch bedeuten, dass Sie das bei jemandem, der auf der Stufe 4 oder 5 sich befindet, nicht mehr tun dürfen, weil Sie ihn dann zwingen zu rekrutieren auf ein Kompetenzentwicklungsstadium, das er schon längst hinter sich gelassen hat. Und da sind wir, glaube ich, noch ganz am Anfang, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, was kann das eigentlich heißen, so einen Entwicklungsstufensensitiv zu diagnostizieren. Und die Frage übrigens ist dann ja auch, wie stellen Sie denn fest, auf welcher Entwicklungsstufe sich jemand befindet, um dann die richtige und stufenangemessene Kompetenzdiagnostik zu entwickeln. Ja, und gut, den Punkt lasse ich jetzt weg, aber der allerletzte Punkt, was mich interessiert und wo ich selber gerne in den nächsten Jahren versuchen möchte, noch was dazu zu lernen und was auszuprobieren, auch in unserem Forschungsnetzwerk, das ist diese Geschichte, nämlich sich nochmal genauer zu interessieren für das, was im Innenleben eines Könners tatsächlich vorgeht. Und zwar in einer ganz mikroskopischen, quasi mikrophänomenologischen Form. Ich komme nochmal zurück auf dieses Beispiel des unterrichtsplanenden Lehrers, dem eine gute Aufgabe einfällt. Ne? Da nochmal genauer hinzuschauen, was da passiert. Und zwar nicht in dieser grobkörnigen Form, dass man ihn fragt, na, kannst du mal erzählen, ja, wie ist dir denn die Aufgabe eingefallen oder so. Sondern mit ganz disziplinierten Interviewverfahren den Leuten zu helfen, diese innere Erfahrung so genau wie möglich zu beschreiben. Die Hoffnung wäre, wenn man da näher rankommt an das, was sich da im Innenleben tatsächlich abspielt, in diesen ganz mikroskopisch zu fassenden Formen von Selbstregulation, auch Aufmerksamkeitssteuerung, dass man daraus was gewinnen könnte für die Frage, was heißt es, angehende Könnerinnen und Könner anzuleiten. Und Sie wissen wahrscheinlich, dass die introspektiven Methoden natürlich nicht ganz zu Unrecht in Verruf geraten sind, aber es gibt interessante Techniken, mit denen man Menschen helfen kann, dieser inneren Erfahrung ein bisschen genauer auf die Spur zu kommen. Elicitation-Interviews, Vermersch hat die entwickelt und Timon Jean publiziert da ganz interessant dazu, und wir möchten gerne versuchen, hier bei uns in Linz diese Methoden auch zu erlernen. Das ist nämlich ebenfalls eine Form von Könnerschaft, solche Interviews zu führen mit Könnern, mit dem mal zu experimentieren und zu schauen, wie nahe kommt man daran, auch an das sozusagen innere Erleben von Könnerinnen und Könnern. Genau. Das war es eigentlich im Wesentlichen, was ich Ihnen sagen wollte. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Geduld, die ich, wie ich fürchte, ein bisschen überstrapaziert habe. Vielen Dank.